Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Nachtzentrale. Heute zeige ich euch ein Pralinenrezept für alle Schokoholiker unter euch. Und zwar, das Besondere an diesen Pralinen ist diese dunkle, leckere Kuvertüre. Und möchtest du sehen, wie ich die herstelle, dann bleib unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Schokopralinen brauchen wir Kuvertüre, Glucose oder Honig und Obers. Als erstes kochen wir das Obers mit der Glucose auf. Dann können wir auch schon unsere Kuvertüre beigeben. Sobald die Kuvertüre im Obers ist, können wir auch die Herdplatte schon ausschalten und müssen jetzt nur noch alles gut homogenisieren. Am besten man verwendet hierbei einen Mixstab, so bekommt man wirklich einen ganz feinen Schmelz und eine perfekte Bindung. Als nächsten Schritt benetze ich eine glatte Oberfläche mit Wasser und klebe darauf eine Transferfolie oder Frischhaltefolie. Darauf klebe ich jetzt meinen Pralinenrahmen. Natürlich könnt ihr aber auch Distanzstäbe verwenden. Die Technik bleibt genau die gleiche. Man bestreicht die untere Seite mit Kuvertüre und klebt sie dann auf die Transferfolie. Das hat später den Vorteil, dass beim Füllen der Form nichts auslaufen kann. Jetzt noch schön glatt streichen und dann mindestens für 24 Stunden auskristallisieren lassen. Am nächsten Tag kann ich dann den Rahmen lösen. Und falls es noch zu weich ist, kann man es das Ganze nochmal in den Kühlschrank geben. Es sollte fest genug sein, um es mit einem Messer schneiden zu können. Dann kann ich die Oberfläche mit einer leicht übertemperierten Kuvertüre abstreichen. Diese muss jetzt dann wachsweich werden. Wachsweich ist dieser Punkt, wo es gerade zum Festwerden beginnt. Und sobald dieser Punkt erreicht ist, kann ich das Ganze erst umdrehen und vorsichtig die Transferfolie lösen. Das Ganze kann ich jetzt in 2x2 große Quadrate einteilen, entweder mit einem Messer, einer Harfe oder einem Ruckzuck. Mit einer Harfe bekommt man natürlich das schönste Ergebnis. Davon gibt es auch kleinere Geräte, diese verlinke ich dir einfach in der Infobox. Jetzt einfach noch die zweite Seite schneiden und dann können wir mit den Ausdekorieren beginnen. Dafür habe ich meine Pralinenstücke jetzt in Kakao gewälzt und somit sind auch unsere Pralinen schon fertig. Und ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und somit bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich beim nächsten Video.